Im Schnellflug durchs Bienenjahr geht es weiter. Mit der Explosion der Bienen und der Blumen. Wenn im Frühjahr die Saalweide blüht, geht für den Imker die Saisonarbeit so richtig los. So. Ohne Imkeranzug, aber nicht ohne seinen Smoker, geht Ferdinand Keidel an seinen Bienenstand in der osthessischen Rhön. Wir haben sehr ruhige Völker, das heißt, wir legen bei der Zucht sehr viel Wert darauf, auf Sanftmut zu züchten und natürlich auf Honigertrag. Aber den Smoker muss man immer am Mann haben, damit man die Bienenvölker eben öffnen kann. Reger Flugbetrieb. Der Pollen der Saalweide wird jetzt in die Behausung eingetragen. Als sogenannte Entwicklungstracht wird er nicht geerntet, sondern den Bienen als Futter für die Entwicklung und Vergrößerung ihres Volkes gelassen. Privileg des Imkers, er wird nicht gestochen, wenn er Honig klaut. Da sehen wir jetzt hier. Wenn man so ganz leicht auf die Wabe drückt, sieht man, wie flüssig er jetzt noch ist. Er hat noch einen relativ hohen Wassergehalt. Und dann probiert man den auch als Imker immer mal ganz gerne. Und es ist Wahnsinn, wie der Honig schmeckt, wenn er ganz frisch ist. In der Mitte des Brutraums eine typische Brutwabe. Mit dem Futterkranz um die verdeckelten Larven herum, worin die neuen Bienen heranwachsen. Innerhalb kürzester Zeit vergrößert sich das Bienenvolk von 8.000 auf bis zu 80.000 Bienen im Sommer. Wie das möglich ist, das wird am Institut für Bienenkunde in Oberursel erforscht. Für den Neurobiologen ist es natürlich unglaublich spannend, wie das soziale Gefüge in einem Bienenvolk mit einem sehr, sehr kleinen Gehirn organisiert werden kann. Und wir sehen ja jetzt, wie schwierig uns Menschen es fällt, dieses Sozialgefüge aufrechtzuerhalten, wenn wir uns nicht mehr so viel treffen können. Und so, wir merken, wie wichtig der Austausch miteinander ist. Und genauso ist das im Grunde auch mit der Biene. Einzelne Bienen ohne ihr Volk gehen zugrunde. Das ist eine Eigenschaft vom sozialen Leben. Aber wie diese Kommunikation, wie dieses komplizierte Netzwerk entsteht in einem Bienenvolk, das ist eine der, wie ich finde, spannendsten Fragen der gesamten Biologie. Ein Volk besteht hauptsächlich aus weiblichen Bienen, den Arbeiterinnen und ihrer Königin. Es gibt aber auch männliche Bienen. Das ist der Drohn. Da sieht man schon, der Hinterleib ist rund, ein bisschen pummelig. Und ohne Stachel, also vollkommen ungefährlich. Nebenan sammeln Studentinnen ihre Forschungsobjekte ein. Sie wollen sich das Geschmacksempfinden der Biene genauer anschauen. Die Masterstudentin Johanna Bock untersucht hierfür die Zuckerschwelle von Bienen. Das heißt, ab wann Saccharose in der Zuckerlösung von den Bienen erkannt wird. Das ist jetzt eine sehr starke Reaktion, wenn dann noch die Flosser von innen rauskommt und die quasi so lecken. Unterschiedliche Konzentrationen von Zuckerlösungen geben ihr Hinweise auf die Vorlieben der Biene. Manche bewegen dann auch einfach die Antennen schon weg. Da merkt man schon, da kommt wahrscheinlich nichts. Daraus können Rückschlüsse gezogen werden auf die Blütenpräferenz der Bienen und die richtige Standortauswahl für die Bienenstöcke. Das ist gerade im Frühling sehr bedeutsam, wenn Obstblüten, Löwenzahn und Raps die Bienen in ihrer vollen Pracht anlocken. Es ist die Zeit der Massentrachten. Als Tracht bezeichnet der Imker das gesamte Angebot an Pollen und Nektar, das einem Bienenvolk aktuell zur Verfügung steht. Das Volk ist explodiert und trägt so viel Honig ein, dass die sogenannten Beuten hochgewachsen sind. Über dem Brutraum befinden sich jetzt 1 bis 2 Honigräume. Die Aufgabe des Imkers ist es jetzt zu verhindern, dass Bienen abschwärmen und irgendwo einen Wildbau errichten. Die alte Königin verlässt dann nämlich ihre Behausung und nimmt einen Schwarm an Bienen mit. So macht sie Platz für eine neue Königin, die gerade heranwächst. Aber der Imker würde einen Teil seiner Honigbienen verlieren. Ein Indiz für Schwarmstimmung ist ein schlecht ausgebauter Drohnenrahmen, in dem die männlichen Bienen in deutlich größeren Waben heranwachsen. Der Imker entfernt also alle Zellen, in denen sich neue Königinnen bilden könnten.
Diese Königinnenzellen liegen auf der Wabe und beginnen als kleine Näpfchen. Und ab dem Zeitpunkt, wo die erste Zelle des Volkes verdeckelt ist, kann das Volk schwimmen. Und das dauert in der Regel nur 8 Tage. Deshalb muss Ferdinand Keidel jede Woche nachsehen. Bei all seinen 200 Völkern. Ein Imgerlich von der Volksstärke her und was die Auswinderung der Völker anbetrifft, haben wir alles richtig gemacht. Und jetzt kommt es halt einfach, wie es halt nun mal ist. Es ist ein Beruf, der mit der Natur geht. Und es kommt einfach jetzt nur noch aufs Wetter drauf an, damit die Bienen auch die Chance haben, entsprechend was Schönes einzutragen. Und ob das geklappt hat, sehen wir in der nächsten Folge.